Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Politik bedeutet auch im Bayerischen Landtag das berühmt-berüchtigte Bohren dicker Bretter. Deswegen ist diese Woche für uns Freien Wähler etwas ganz Besonderes. Denn im Ringen mit unseren Koalitionspartnern können wir euch gleich zwei substanzielle Erfolge um die besten Lösungen für Bayern präsentieren. Vergangene Woche haben wir ein politisches Ziel erreicht, das wir bereits seit unserem erstmaligen Einzug in den Bayerischen Landtag im Jahre 2008 verfolgen. Ein bayerisches Lobbyregistergesetz. Ende April in einer großen Pressekonferenz vorgestellt, ging unsere Initiative bereits diesen Dienstag in die erste Lesung. Ich bin meinen Fraktionskollegen Fabian Mehring und Alexander Holt für ihre Beharrlichkeit sehr dankbar. Sie haben alles ausgearbeitet. Denn erstmals in der Geschichte des Freistaats wird es nun eine Pflicht zur Registrierung für Lobbyarbeit gegenüber Landtag und Staatsregierung geben. Mit unserem Gesetzesentwurf gehen wir über die Regelungen des Bundestages sogar noch deutlich hinaus. Die CSU hat ihren Widerstand aufgegeben. Dank unserer Transparenzoffensive kann sich zukünftig jeder Bürger Bayerns darüber informieren, wer mitgesprochen hat, wann immer neue Gesetze auf den Weg gebracht werden. So leisten wir Freien Wähler im Landtag einen wichtigen Beitrag, um Transparenz herzustellen und verloren gegangenes Vertrauen in unsere Demokratie zurückzugewinnen. Zweiter Erfolg. Wir konnten Ministerpräsident Markus Söder davon überzeugen, dass Bayerns Grundschulen bis zu einer Inzidenz von 165 zum Präsenzunterricht zurückkehren sollen. Denn wenn Kinder zur Schule gehen, werden sie getestet und können damit vielleicht sogar nachmittags zum Sporttraining und zur Jugendgruppe. Zu Hause bleiben Infektionen dagegen oft unerkannt. Deshalb ist es gut, dass der Grenzwert für Grundschulen auf 165 erhöht wird. So wie es die Bundesnotbremse für ganz Deutschland vorsieht. Natürlich denke ich dabei auch an die Eltern. Viele von ihnen sagen nach Monaten der Doppelbelastung, ich kann nicht mehr. Deshalb ist jeder Tag Distanzunterricht ein Tag zu viel und so entscheidend Gesundheitsschutz in der Schule ist, so entscheidend ist auch die Frage der Bildungsgerechtigkeit für unsere Kinder. Deshalb wollen wir einen Freien Wähler die Schulen öffnen, besser heute als morgen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.
ich kann nicht mehr. Deshalb ist jeder Tag Distanzunterricht ein Tag zu viel und so entscheidend. Gesundheitsschutz in der Schule ist, so entscheidend ist auch die Frage der Bildungsgerechtigkeit für unsere Kinder. Deshalb wollen wir einen Freien Wähler die Schulen öffnen, besser heute als morgen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.